Das So, ist aber ich natürlich. habe halt ganz offen nicht gesagt, so mein Brand ist schwarz und Bordeaux. 90% schwarz, 8% Bordeaux und 2% Silber. So, das heißt, ich sehe halt jeden Tag mit den Klamotten immer gleich aus. Das heißt, ich habe schwarze Hemden mit bordeauxfarbenen Knöpfen, silberne Manschettenknöpfe, eine gravierte Gürtelschnalle, bordeauxfarbene Socken, immer Einstecktuch und so weiter. So, das sind halt eben dann so Wiedererkennungsmerkmale, wo ich sage, das ist auch eine Frage von Zuverlässigkeit. Liefert der Typ ab, was er verspricht? Und wenn du mich privat irgendwo siehst, im Supermarkt, an der Kasse, dann sehe ich eben genauso aus. Mit Einstecktuch. Mit Einstecktuch und allem drum und dran. Sonntagmorgen beim Frühstück. Auch dann. Wenn ich joggen würde, dann sehe ich da auch so. Okay, cool. Ja, da könnte dieses Einstecktuch als Schweißtuch vielleicht nehmen, ja, so. Na, sehr, ja, das passt Ja, schon. Gott sei Dank nicht nötig. Nee, aber das ist halt, ne, immer so, Ja. gleiche Brände, auch mutfarbene Knöpfe. Also da bin ich extrem hinterher. Jetzt ist das für Frauen vielleicht nicht das Ding, die wollen sich nicht jeden Tag gleich anziehen. Aber Gibt's auch, aber selten, ja. es gibt ja genügend prominente Beispiele. Gabi Graupner ist so ein Beispiel, Die die ist immer immer ein in rotes Rot, glaube ich, Kleid. oder? Bitte? Die ist immer in Rot. Immer in Rot, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht auch einige Leute genauso machen. Ne? So, das ist so ein Aspekt von Marke. Also, ne, Spannend. oder gibt auch bestimmte Begriffe, die halt wiederholt werden. Ne? Der Franz Beckenbauer mit seinem Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir ja. Ja. Oder Maybrit Illner, die immer am Ende, jahrelang am Ende einer Sendung gesagt hat, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. Ganz genau. Oder auch der Ulrich Wickert mit seinem Der geruhsame Nacht. Genau. Ja, also das sind halt so Markenelemente, die man spielen kann und die ich auch jedem rate, sich anzugewöhnen. Das können bestimmte Aussagen sein, das kann mit Kleidung sein, das kann in Form von bestimmten Wiedererkennungsmerkmalen sein. John Christoph Berndt ist ja auch Markenexperte, den ich wahnsinnig schätze. Der hat immer sein R registered am Revers. Und ich habe sogar mal gesehen, dass der ein Kissen im Auto hat, hinten auf der Ablage, wo das drauf ist. Okay. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man machen kann, um sich wiedererkennbar zu machen. Und das würde ich auch jedem raten, sich so einen kleinen Spleen zu leisten, der dafür sorgt, dass man da entsprechend wiedererkannt wird. Ja, wir hatten Du noch hast ja mal meine Broschüren gesehen. Ich glaube, dass da schon echt viel Marke rüberkommt. viel Marke rüberkommt und vor allen Dingen auch dein Anspruch für Design und dein Anspruch für edle Materialien. Also das ist nicht so ein Heftel, das man in der Hand hält und sich denkt, ja, weitere Werbebroschüre, sondern das ist echt was Wertiges. Das ist was, also es wirkt schon vom Charakter her wie eine Zeitschrift ab, sagen wir mal, 10 €, ja? Oder 15 Euro. Also wirklich, wo du sagst, okay, das ist schon dickeres Material, das ist beinahe, also glänzend sowieso und in Schwarz, in Silber, in Bordeaux, wie du sagst, der gehalten, ja. Du Edel. sollst auch sagen, weil die Farben auch was aussagen. Schwarz ist immer wertig. Ja, und Ja, in der Bordeaux ist Regel ja ein ja. Rotton. Das hat immer so ein bisschen was von Grundaggressivität, aber auch eher von Rotwein. Also ich mag eher dieses Explosive. Also nicht rot im Sinne von, ich bin der wilde Stier, sondern rot im Sinne von, Der wilde Stier ist dann die Gabi Graupner, oder? klar. Der Bitte? wilde Stier ist dann die Gabi Graupner. Das würde ich jetzt nicht sagen, ob das bei ihr so wirkt, aber die Ja. Farbe Rot grundsätzlich ist ja eher etwas, was so ein bisschen aggressiv ist. Ne? Eher pushy, ja. Ja. Aber ich sag mal, Auf ich glaube, dass du als Frau noch mal mehr auffallen musst. Die Männer sind sowieso die in dem Markt, die ein bisschen lauter schreien. Und insofern dürfen Frauen auch und sollen Frauen auch noch ein bisschen Gas geben an der Stelle. Deswegen finde ich das jetzt auch wieder ganz gut. Gibt ja viele Trainer, die auch und Speaker, die oft die rote Elemente haben. Das in Form von Jetzt nur Einstecktuch. weil ich weiß, du hast auch in einem Buch, in einem Chefsache-Buch für Frauen geschrieben, würdest du jetzt ganz spontan, weil es mir gerade einfällt, 3 Tipps, was Frauen anders machen müssen als Männer, um aufzufallen? Oder besser machen dürfen, worauf sie achten dürfen, um zum Erfolg zu kommen? Ich glaube, erstmal müssen sich Frauen viel von Männern auch abgucken. Also, weil Ja. es ist nun mal, das mag man bedauern oder einfach nur zur Kenntnis nehmen, so, dass die meisten Entscheider eben Männer sind. Wie auch immer man dazu steht. Derzeit, ja. So. Und zunächst mal müssen Frauen überhaupt den Mut aufbringen, zu gucken, was tun eigentlich Männer und sich auch so zu verhalten wie Männer. Das ist das eine. Das ist so Tipp 1. Schau mal, was Männer machen und was du davon übernehmen kannst. Bring es aber bitte auf eine Dosierung, mit der du auch noch klarkommst als Frau. Also man hat jetzt keinen Sinn, sich da irgendwie breitbeinig irgendwo hinzusetzen. Tendenziell nicht, ja. So, das zweite ist, habe gleichzeitig Mut, dein Frausein zu betonen.
Weil es gibt ja Methoden, die brauen uns um den Finger wickeln. Das, der Kräuter nennt das immer Sozialakquise. Ja, genau, haben wir gehört, ja. Ja. Das sind halt einfach bestimmte Rituale, bestimmte Gesten, die Frauen einfach haben. Das heißt, Frauen sollen auch ihre Waffen, die ihnen zur Verfügung stehen, einsetzen. Ja. Das kombiniert mit ein bisschen Männerwelt, dann wird das schon mit dem Nachbarn klappen. Oder mit dem Chef oder mit Kollegen und so weiter. Und das Dritte ist auch da eine Identitätsfrage. Mhm. Viele Frauen wollen ja auch da keine Karriere machen. Die sind ja nicht so wie wir Männer und sagen, ja, nach vorne und muss aber und nur Erfolg misst sich ja nur in Geld. Erfolg hat viele Facetten. Ich glaube, dass weiblicher Erfolg noch viel mehr Facetten hat als männlicher Erfolg. Mhm. Und da ist auch eine Innenschau wichtig. Wie stark möchte ich eigentlich als Frau mich einem männlichen System anpassen und dem dienen? Und wo kann ich möglicherweise mit dem mir gegebenen Gaben mir auch ein Refugium schaffen, wo ich nicht auch meine weibliche Kompetenz ausleben kann? Also letztlich sind alle drei Punkte so in diesem Bereich, setze deine eigenen Stärken ein, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Und dazu neigen Frauen ja noch viel mehr als andere. Oh ja. Es gab bei der GSA mal den Spruch, und das finde ich auch durchaus interessant, Männer bewerben sich auf die große Bühne, also für Keynotes, Frauen bewerben sich für Workshops. Okay. Das halte ich im Grunde für völlig falsch. Und da ging es um das Rahmenprogramm der letzten GSA-Convention, wo der Vorstand eben beklagt hat, wer soll hier eigentlich auf die Bühne? Und da war es ja halt wirklich so, dass du einen hohen Frauenanteil in Workshops hast und einen hohen Männeranteil auf der großen Bühne. Und das ist einfach mangelnder Mut. Nach dem Motto, oh, bin ich dem gewachsen? Und da sage ich Frauen, haut rein. Macht euch nicht klein. Seid mutig und geht voran. Wir Männer wollen euch sehen. Das sowieso. Das sowieso, ja. Na, sehr, sehr wertvoll, ja. Ja. Ich glaube, wenn da das eine oder andere umgesetzt würde, von Ihnen zu Hause auch, dann können da die einen oder anderen Damen mit nach oben kommen, die es vielleicht sonst härter gehabt hätten.